Warum halten Sie an diesen Sanktionen, diesen nutzlosen Sanktionen fest? Warum nehmen Sie nicht Nord Stream 2 in Betrieb? Das wäre dann die Antwort dessen, wo Sie sagen, ja, die Russen sagen, sie wollen nicht durch Nord Stream 1 leiden. Also nehmen wir die 2, die ist schon da. Sie torpedieren das aber. Und überhaupt, warum Ölembargo? PCK Schwedt, wir gehen dort mit den Arbeitskräften unter, wenn die Druhspartrasse nicht mehr mit Öl beliefert wird. Und das alles sind Mosaiksteine für die schleichende Zerstörung unseres Wohlstandes. Und ja, das ist leider Ausdruck Ihrer unsozialen Politik. Und wie wollen Sie das den Bürgern erklären? Ich halte fest, die AfD ist nicht nur eine rechtspopulistische Partei, sondern auch die Partei Russlands. Und das sollten alle zur Kenntnis nehmen.